Liebe Camperfreaks, so, ach, wieder das Sofa, egal. Wir sind jetzt hier mit dem Günni, Schlappe, ach, die sind aber so geil. Günni auf dem Parkplatz von den Bederwälder Sinsheim. Die seht ihr da vorne. Da seht ihr meinen Finger. Da sind die, das ganze Gebäude, da so rum. Hier stehen auch ein paar Camper. Ich schwenke mal ein bisschen schneller. Da steht unsere. Und hier kommen schon die meisten auf dem Parkplatz. So, ich drehe mal die Kamera. So, dann seht ihr mich jetzt mal. So, ja. So, jetzt zoome ich mich ein bisschen aus. Ja, wir wollen uns heute mal hier ein wenig erholen. Deswegen dachten wir, hey, machen wir mal ein Video. Bederwälder Sinsheim ist mega cool. Wollen wir euch mal zeigen, mal vorstellen. Wir sind hier aber nicht das erste Mal hier, sondern schon das, ich glaube, diesmal müsste es das fünfte Mal jetzt sein, dass wir hier sind. Und dachten, wir machen ein Video, zeigen euch mal übrigens. Wie gesehen, gerade eben da hinten gibt es ja auch einen Stellplatz für Wohnmobilisten. Das heißt also, ihr könnt hier frei stehen. Also hier auf dem Parkplatz ist erlaubt, über Nacht. Zwar ist eine Schranke da, aber die ist immer auf. Kostet auch nichts. Und ja, am nächsten Morgen könnt ihr dann genau dahin. So, da seht ihr das. Da sind die Bäderwelten. Und hier haben wir auch die Pre-Zero Arena. Da spielen die, spielt die TSV Hoffenheim. Da haben sie ihr Stadion. Und wie gesagt, da vorne ist halt das, die Bederwälder Sinsheim. So, jetzt haben wir es. Ja, sorry, ich kann heute irgendwie heute Morgen keinen geraden Satz rausbringen. Hat noch keinen Kaffee, müsst ihr bitte entschuldigen, aber da vorne ist alles. Und ja, die stürmen jetzt alle hier die Bude. Wir haben kurz vor 10, ja, man hat uns gewarnt, nee, wir haben 10.10 Uhr sogar. Man hat uns gewarnt und gesagt, hey, kommt doch lieber ein bisschen später, weil wenn ihr jetzt kommt oder wenn ihr um Punkt 10 Uhr dann rein wollt, dann ja, habt ihr eine Schlange oder müsst ihr halt warten. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, hey komm, wir machen jetzt erstmal ein paar Aufnahmen. Von innen werden wir aber keine machen, weil wir wollen hier niemanden filmen, weil es ist auch eine Saunalandschaft da drin. Deswegen lassen wir das mal schön bleiben. Aber es gibt da natürlich offizielle Videos, die werden wir dann auch benutzen. Und deswegen, ja, werden wir das sein lassen, Innenaufnahmen zu machen. So, ich halte jetzt mal den Schnabel. Jetzt geht es auch so wieder zurück zur Tanja. Die hole ich jetzt auch ab und dann latschen wir mal hier rein. Ja, ich habe euch ein bisschen was gezeigt. Da gibt es halt drei Eingänge, Zugänge. Da gibt es ja nicht abgetrennt den Wellness-Sauna-Bereich. Für Erwachsene halt, wie uns. Und ja, und den ganz normalen Schwimmbadbereich, wo man mit Kindern gehen kann und so. Und ja, da drin ist einfach mega cool. Also, man zahlt auch einen stattlichen Preis. Also wir haben jetzt knapp 150 Euro bezahlt. Ganztägig, aber mit Saunalandschaft, Wellnessbereich, mit allem drum und dran. Plus Shampoosflasche und natürlich diese Mupfel heißen die hier. Das sind so Muscheln. Die sind riesengroß, da kann man sich dann drauflegen. Und
ja, dann kann man entspannen, sage ich jetzt mal. Aber man darf auch, Moment, habe ich vergessen, in diesem Bereich natürlich sein Smartphone nicht rausholen, rauszücken. Eigentlich gar nicht, aber wenn man jetzt guckt, dass man die Kamera da und da niemanden filmt, wie ich jetzt zum Beispiel hier, ich sage euch mal, da steht Günni. Da ist der Stellplatz. Also hier alles, das hier, das sind die ganz normalen Parkplätze für die Besucher hier. Und da drüben, auch abgetrennt durch eine, ja, durch den Zaun da, vielleicht seht ihr den, ich muss jetzt hier nur ein bisschen aufpassen, sonst lege ich mich noch wirklich auf die Nase. Ein bisschen Schotter, obwohl, da gibt es einen Weg. Also dafür haben sie schon gesorgt. Ja, und da vorne steht Günni. Ich habe heute mal die Sony ZV-1 mit, wo ich ja sehr, sehr zufrieden bin. Aber ich glaube, damit ihr die besten Aufnahmen bekommt, ja, muss ich da ein bisschen abgrenzen. So, ich zoome mal jetzt. Ist auch mal was Schönes zu zoomen. So, und da steht Günni. So, weiter geht's nicht. Das war's. Aber da seht ihr ihn. Da ist Günni. Ja. Und jetzt. So, jetzt habt ihr mich aber ganz nah. So, und jetzt gehe ich mal die Tanja abholen. Und dann gehen wir da mal rein. Guten Morgen. Jetzt bin ich auch dabei. Perry hat mich abgeholt. Ja, jetzt gehen wir in die schöne Saunawelt. Wir waren da ja schon ein paar Mal. Ist mega schön. Und das wird ein Relaxing Day heute. Genau, jetzt sagen wir es mal. Tschüss Günni, bis später. Tschüss Günni, bis später. Und ja, jetzt laufen wir mal dahin. Aufpassen, dass uns hier keiner überfährt. Ja. Und wie gesagt, hier der ganze Stellplatz hier nochmal. Hier kann man sich hinstellen. Hier ist auch das Schild, das Parken. Da seht ihr es nochmal. Ich kann nicht gut sehen, weil die Sonne ein bisschen spiegelt. So, da oben ist es. Ja, wir sehen uns gleich von drinnen nochmal. Ja, die Schlange ist mal um ein Vielfaches kürzer als letztes Mal. Bitte? Die Schlange ist um ein Vielfaches kürzer als letztes Mal. Ja. So. Hallo. Sind wir nicht VIP? Schatz. Sind wir nicht VIP oder sind wir normal? Nein, normal. Okay. Also es gibt es nicht mehr. Wir sind schon VIP, aber da ist nur der Eintritt für die, die Dauerkarten haben. Weil das kostet dann auch so ein paar tausend Euro im Jahr, glaube ich. Aber dann kann man halt immer rein. Und wir haben schon die VIP-Karten, aber man muss sich jetzt eben normal anstellen, wie alle anderen auch.
kommen wir jetzt zu unserem heutigen Fazit hier aus dem Bederwälder Sinsheim. Ja, wie hat es dir denn heute so gefallen? Wie ging es denn heute Morgen los? Erzähl mal. Nicht so, wie wir es gewöhnt sind, muss man sagen. Wir sind heute das fünfte Mal hier gewesen und wir buchen hier immer einen sogenannten VIP-Bereich. Das bedeutet, dass man da ein bisschen abgesondert liegt, eine große Liegemuschel hat und dafür kostet das auch ein paar mehr Euros, aber man hat eben ein bisschen mehr Ruhe und das wollen wir, wenn wir das machen. Es war nicht möglich, diese Muschel im Voraus zu buchen, deswegen wollten wir das heute nochmal spontan machen. Uns wurde dann einfach eine zugewiesen und wir haben eben dann mit Mitarbeitern gesprochen und gefragt, ob wir die Muschel noch umbuchen können, weil wir gesehen haben, dass einfach noch ganz viele andere frei waren. Ja, und da waren sie sehr unflexibel und haben gesagt, das geht nicht. Was gebucht ist, ist gebucht. Ich bin dann ein bisschen sauer gewesen und habe das auch geäußert und habe gefragt, warum das denn nicht möglich ist, wenn doch Liegen noch frei sind. Ging einfach nicht. Und mit solchen Aussagen kann ich immer nicht so gut und deswegen ist der Tag schon mal irgendwie schlecht gestartet. Ne? Perifanta ist auch nicht so toll. Ja. Kennen wir auch gar nicht so, muss man sagen. Ja. Ist aber auch eine Ausnahme gewesen, denken wir. Ja. Wobei es dann nicht so gut weiterging. Wir haben dann den nächsten Effekt gehabt, als wir dann so schön nach der Sauna draußen in den Garten sind, der auch eine ganz tolle Ruheoase ist, ja, wo man auch normalerweise nach so einem Saunagang schläft man immer mal. Ja, das ist ja normal, da ist man platt. Ja, wollten wir auch. Uns hat dann aber ein Bagger gestört, der nebenan, beziehungsweise auf dem gleichen Grundstück dann gebaggert hat. Die haben nämlich Bauarbeiten. Grundsätzlich ist auch das ja kein Thema, wenn dann die Bäderwelten vielleicht sagen würden, okay, wir machen das den Gästen ein bisschen günstiger, weil es eben eine Geräuschkulisse gibt, die in so einem Wellnessbereich nicht sein sollte, aus unserer Sicht. Wir sind jetzt nicht oberpenibel, aber sowas ist etwas, Erholung hat mit Bagger nichts zu tun. Ne? Ja. Nicht, wenn das durchgängig so ist. Wir sind dann rein, dann kam der dritte GAU. Es gibt die größte Sauna in Europa hier und das ist eine Koi-Sauna. Das heißt, das ist ein riesengroßes Aquarium mit Kois drin. Den kann man dann beim Schwimmen zugucken, da ist entspannte Musik und man sitzt eben in dieser riesen Sauna. Dann haben wir die betreten und dann war eben kein Aquarium da, beziehungsweise es war abgeklebt und da drauf stand, die Kois machen gerade Urlaub. Genau. Ja, kann man jetzt auch überlegen, ob das massiv schlimm ist oder nicht, war für uns so ein bisschen das i-Tüpfelchen obendrauf. Genau. Nichtsdestotrotz, grundsätzlich ist das toll hier, wir mögen das sehr gerne, wir würden aber doch klar die Empfehlung mal geben an das Management der Bäderwelten Sinsheim, lasst doch in eurem Rechnersystem irgendwie eine Buchungsmöglichkeit zu, dass die Mitarbeiter wirklich spontan auch mal Liegeflächen umbuchen können. Die sagten uns hier, das würde technisch nicht funktionieren. Ich kann das ehrlich gesagt kaum glauben, dass das so ist. Wenn das aber so sein sollte, macht das einfach, weil das kann echt auch mal kundensauer fahren. Ja. Und wir können ja auch euch, Community, mal sagen, was sowas kostet, ja, damit man mal einen Eindruck hat, warum wir so ein bisschen motzig auch gerade sind. Eine normale Eintrittskarte für die Saunawelten, die Thermalbäder und diesen Ruhebereich oben, diesen VIP-Bereich, da ist man bei 150 Euro. Da ist auch eine Flasche Prosecco dabei, das muss man dazu sagen. Und dann eben nochmal alles, was man verzehrt. Wir haben heute nochmal knapp 65 Euro dazu gehabt. Genau. Das heißt, es waren 215 Euro für einen Tag von morgens um 10 bis heute Abend um 8. Das sind ein paar Stunden, da kann man sich schon gut gehen lassen. Aber wenn das dann natürlich so ist und man fühlt sich da auf seiner Liege nicht wohl über Stunden und man hat dann Baggergeräusche, war nicht so schön heute. Genau, also die Liege auch da, wo sie positioniert ist, im VIP-Bereich. Wir hatten da auch die Handtuchhalter, also so ein Eck an Handtuchhalter und eine Säule auch davor. Auch die Sicht war nicht schön. Das wurde dann einfach mal dahin gepflanzt. Ich verstehe schon, dass man das muss man hier alles bewirtschaften und man muss auch damit Geld verdienen. Das verstehen wir auch. Also wir haben auch absolutes Verständnis. Nur heute war unser Wellness, wir waren ja das fünfte Mal jetzt, glaube ich, auch hier in den Bäderwellen Sinsheim. Trotz allem ist es eine absolute Empfehlung. Ja. Das war das allererste Mal, dass wir einfach scheinbar auch wahrscheinlich Pech gehabt haben. Vielleicht gehen auch die Baggerarbeiten, sind in den nächsten Tagen auch wieder vorüber, weil es sah mir jetzt nicht so, weil ich habe über den Zaun mal geschaut. Sah jetzt nicht für mich aus, das würde jetzt hier noch ein paar Monate dauern oder Wochen, sondern eher ein paar Tage. Trotzdem ist es halt ärgerlich. Wir bezahlen halt viel Geld. Wir wollen uns hier erholen, freuen uns darauf. Und dann hat man sowas. Aber kommen wir jetzt zum Positiven. Alle anderen Mitarbeiter heute, bis auf die, den einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, verraten wir nicht, die ein bisschen patzig war, waren alle anderen super lieb, super nett. Wirklich, der Servicegedanke ist da. Man merkt auch wirklich, da sind Leute, die Ahnung von haben und das auch leben. Jetzt die letzte Dame, jetzt, die uns den Prosecco gebracht hatte, da erwähne ich doch das Geschlecht. Sehr gastfreundlich. Sehr gastfreundlich, sehr lieb. Davor auch der Herr, den wir hatten, das letzte Mal, als wir hier waren,
Ein ganz, ganz lieber Mann. Ja. Also das wünscht man sich als Gastwanderer, dann empfiehlt man das auch gerne weiter. Das tun wir trotz, dass wir heute Morgen, heute Mittag halt diese Erfahrung gemacht haben. Können wir euch das nur empfehlen. Man kann hier auch mit dem Camper stehen. Hat uns sehr gut gefallen. Wir sind nämlich gestern schon hier angereist. Du darfst hier stehen. Es gibt hier 4 Reihen, in denen man stehen darf. Man kann auch super gut schlafen. Es kostet auch nichts. Also alles für Umme. Mhm. Natürlich ist das hier nur ein Parkplatz. Also hier gibt es keine Entsorgungsstation. Man kann hier nur schlafen. Aber dann kann man am nächsten Morgen oder am gleichen Tag, je nachdem, kann man dann rübergehen zu den Bäderwelten Sinsheim und kann den Tag genießen. Genau, also auf jeden Fall für einen Kurztrip für alle Camper zu empfehlen. Ja, wirklich, absolut. Das ist sehr gut gelöst hier. Ja. Da haben wir uns sehr gefreut, weil das wussten wir gar nicht. Ja. Wir haben das gestern spontan mit dem Camper, mit Günni gemacht und waren positiv überrascht. Ja. Insofern ruhig mal machen. Genau, also wie gesagt, absolute Empfehlung. Bis auf die 3 Kleinigkeiten, die hoffentlich dann ausgemerzt werden, können wir euch das empfehlen. Deswegen würden wir euch bitten, damit ihr auch weiterhin solche tolle Videos sehen könnt, uns einfach zu abonnieren, weiter zu empfehlen, liken und natürlich kräftig kommentieren, was euch gut gefallen hat, was nicht so gut war, uns einfach mal ein Feedback geben und gerne auch, wenn ihr hier die Bäderwelten-Sitzer besucht habt, wie es euch ergangen ist, ihr Lieben. Also, wir wünschen euch einen tollen Tag, eine tolle Woche, eine tolle Stunde, was auch immer gerade so angesagt ist bei euch und würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet bei den Camper Freaks. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.